Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. Dieses Mal schauen wir uns an, wie so ein Checked Array funktioniert. Ich werde es einfach in unser altes Programm hineinschreiben, dass wir den Unterschied gut erkennen können. Okay? Also ich werde praktisch das Checked Array jetzt hier definieren und zwar ebenfalls Integer und dieses Mal zweidimensional und ich nenne es nicht Zahlen, sondern Werte. Okay, dass wir einen Unterschied haben. Und das ist ein new int 5. Und jetzt müssen wir neu definieren. Ich werde das einfach, der Einfachheit halber, werde ich das einfach hier herinnen machen. Ja? Das heißt, Werte von i ist gleich new int. Ja, aber nicht 5, sondern 4. Ich mache, obwohl es ein Checked Array ist, wo ich jeden Array praktisch gleich viele Werte anhängen könnte, unterschiedlich viele Werte anhängen könnte, mache ich alle 4 lang. Jetzt sind die zwar praktisch äquivalent. Ja, Zahlen und Werte sind äquivalent. Einmal als mehrdimensionales Array und einmal als Checked Array. Und jetzt weise ich das auch hier zu, genau so wie ich es hier gemacht habe. Ja. Und diesmal sage ich Werte, i und j. So geht es nämlich. Ja. Werte, ziemlich straightforward. Okay? Schauen wir mal, ob das zumindest funktioniert hat. Ja? Jetzt, die zwei Sachen sind komplett äquivalent. Okay. Zahlen. Was habe ich noch gemacht? Zahlen 0, Zahlen. Wieso steht da Zahlen? Achso, da. Erst. Habe ich wieder nicht aufgepasst. Ja? Wieder nicht alles geändert. Copy and Paste ist mein Freund. Ja. Natürlich ist er mein Freund. Ja. Aber sehen wir. Zahlenwerte 0, 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, das schaut eigentlich ganz vernünftig aus. Also es schaut aus, wie wenn das äquivalent wären, wie wenn das äquivalent wäre. Okay. Jetzt pass auf. Jetzt schauen wir uns die Länge an. Länge des Array Werte. Und jetzt nochmal Werte. Wird der Länge. Schauen wir aber hier einen Unterschied. 5. Ah, es ist 5. Ja. Es ist logisch, weil Werte ist ja das Übergeordnete, wenn wir uns das ansehen hier. Werte besteht aus 5 Arrays. Deswegen kommt die Länge 5 raus. Es sind ja nicht mehr wie 5 Arrays. Dass da drunter wieder Arrays hängen, kriegen wir bei Length nicht mit. Dann müssen wir abfragen, Length vor Werte, zum Beispiel, einfach nur ein Beispiel, Werte 2, ja, Werte 2, das ist ja auch wieder ein Array, ja, das ist ja auch wieder ein Array, und da kommt 4 raus, sehr logisch, ja, das ist 5 Arrays, und das Werte 2 Array ist 4 lang. Das dritte Array ist 4 lang. Es sind alle 4 lang, weil ich das hier einfach da oben so hingeschrieben habe. Aber sie könnten unterschiedlich lang sein. Deswegen kann diese Auswertung ja nicht erfolgen. Aha, also bei Length haben wir schon ein Problem. Okay? Und jetzt pass auf. For each. Und jetzt muss ich das so schreiben, weil ich habe eigentlich eine Reihe in Werte. Ja? So schaut das aus. Ich kriege eine Reihe raus und diese Reihe ist wieder ein Array. Und wenn ich jetzt das eine schreibe, geht das eigentlich. Das habe ich überhaupt noch nie ausprobiert. Du hast String Reihe. Jetzt bin ich aber gespannt, was jetzt passiert. Kann wahrscheinlich eh nicht übersetzt werden. Oder kann das übersetzt werden? Doch!
System in 32. Schaut das aus, da steht. Oder vielleicht mache ich dazwischen nur Console Write. Write Line, ein leeres, dass wir dazwischen einen Abstand haben, dass wir dazwischen ein Enter haben. Schau, also das ist 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, und das ist das, was wir da gehabt haben. Und da kommt raus System in 32, System in 32, 5 mal ein Array von in 32, von Integerzahlen. Ja. So, das heißt, ich muss jetzt dann noch einmal eine for each Schleife machen, ja, für jedes int Wert in Reihe. Und da schreibe ich jetzt Wert. Und jetzt finally müssten wir eigentlich, so schier eigentlich, haben wir ja gesagt, geschwungene Klammern, auch wenn nur ein Befehl da ist, kann man ruhig machen. Kann man ruhig machen. So, also abspielen, kommt das gleiche raus. Haben wir ein bisschen eine verschachtelte for each Struktur. Also das sagen wir, okay. Da müssen wir für jede Reihe, geh durch jeden Wert. Geht da. Natürlich geht es. Ja. Aber man muss halt aufpassen. Das ist also, es kann nicht anders gehen, weil, wie gesagt, es können ja unterschiedlich lange Arrays da sein. So schaut's aus. Gut. Das war's. Ja. Check the Array. Solche Arrays haben natürlich einen Nachteil. Ich habe schon mal erwähnt, das sind Speicherfresser. Das sind Speicherfresser, diese Arrays. Ich mache eine Dimension dazu und auf einmal, und da geht schon dahin und auf einmal klappt das in allen möglichen Dimensionen aus und da geht es dahin. Vielleicht brauche ich das gar nicht. Ja? Jetzt, wenn ich zum Beispiel, wenn ich gar nicht weiß, wie viel Werte ich in ein Array schreiben will, ja, dann muss ich praktisch das Array so groß machen, dass die maximal annehmbare Wertezahl da drinnen Platz findet. Vielleicht brauche ich das nur in einem Tausendstel aller Fälle. Dann ist ja das vollkommene Platzverschwendung. Vollkommene Platzverschwendung. Also die Arrays haben diese ungute Eigenschaft, dass sie in der Größe starr sind. Ich organisiere mir einen Speicherbereich und was ich da drinnen mache, ist eigentlich egal, wie viel ich dafür anschaue. Aber er ist schon fürs System ist er verloren. Kein anderer kann auf diesen Speicher zugreifen. Deswegen gibt es so dynamische Arrays. Und wie die funktionieren, das werden wir uns im nächsten Video ansehen. Dynamische Felder. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.